So, wir wollen heute mal einen Blick auf einen kleinkindkompatiblen MP3-Player werfen, den wir hier zusammengebaut haben und euch da vielleicht zu einem Wochenendprojekt animieren. Eine Holzkiste, dass hier Sonos draufsteht, ist es mehr oder weniger Zufall. Wir hatten einfach die alte Holzkiste noch rumzustehen. Da haben wir ein paar Löcher oben reingebohrt und die folgendermaßen bestückt. Wir gucken da mal rein. Hier oben ist ein RFID-Kartenlesegerät drin. Die kosten so um die 10 Euro. Zwei alte Aktivboxen, die wir noch da hatten, aus dem Plastikgehäuse rausgenommen und hier einfach mit so ein bisschen Heißklebe. Nicht schön, aber praktisch rangeklebt. Die Verstärkerplatine von den Lautsprechern, die haben wir hier noch arretiert und mit einem Flachbandkabel zur Seite den Lautstärkesteller rausgeführt, damit wir die Lautstärke hier auch bedienen können, wenn die Box geschlossen ist. Ansonsten ist ein Raspberry Pi drin und ein Akkupaket, so ein normaler USB-Akku, der hält vielleicht 24 Stunden, würde ich sagen. In dem Raspberry Pi steckt noch eine USB-Soundkarte drin, weil der Sound, der aus dem Pi rauskommt, immer so ein bisschen mies ist, also wenn man hier den analogen Klinkenanschluss benutzt. Und das war es mehr oder weniger. Der springende Punkt ist quasi die Software, die darauf läuft, die verlinken wir hier auch noch im Artikel, ist ein quelloffenes Projekt und das macht Folgendes. Man kann sich so eine RFID-Karten blanko kaufen, da ist nichts drauf, wir haben da jetzt hier mal ein paar Tiere drauf gemalt. Die kann man sich blanko kaufen, die besitzen eine ID und in der Software, die hier auf dem Pi läuft, kann man dann einen Ordner hinterlegen mit MP3s und sagen, immer wenn du die ID von dieser Karte siehst, spiel einfach den Ordner mit den MP3s ab. Das Ganze läuft dann folgendermaßen. Man hält die Karte rauf und der fängt einfach an, die Musik zu spielen. Verschiedene Karten können verschiedenen Playlisten bzw. Ordnern zugeordnet werden. Hier eine Kaffeekanne. Also man hält die einfach rauf und er fängt an, eine Playlist abzuspielen. Alternativ zu den Blankokarten kann man, jetzt muss ich mal kurz hier die Musik ausmachen, mit der Gans, kann man auch einfach irgendwelche Karten recyceln. Wir hatten hier ein paar alte Kundenkarten und eine alte DriveNow-Karte. Die hat sogar einen kompatiblen Chip drin. Also wer noch so eine DriveNow-Karte haben sollte, kann die einfach benutzen. Da so ein paar Tierbilder draufgeklebt und kann dann aber auch einfach eine alte Plastikkarte nehmen und so einen RFID-Aufkleber benutzen. Die haben wir hier unter das Bild geklebt und dann auch den Plastikkarten einfach zugeordnet. Hey, immer wenn du die Karte siehst mit dem Chip, dann spielen wir die Gans ab. Und dann spielt er halt das ganze Geräusch ab. In dem Raspberry Pi arbeitet eine Instanz von dem VLC Media Player. Das heißt, hier können nicht nur MP3s hinterlegt werden, sondern auch Online-Radiostationen oder, ja, hast du nicht gesehen. Hinzu kommt der ursprüngliche Entwickler von dem Projekt, der hat der Software auch so eine kleine Web-Oberfläche mit auf den Weg gegeben, die iPhone-kompatibel ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal eine Karte abspiele, ich lade mal die Web-Oberfläche nochmal neu, dann spielt hier Musik und ich kann sagen, wir wollen zum nächsten Lied springen. Oder wir wollen die Wiedergabe kurz pausieren. Oder wir wollen meinetwegen die Lautstärke anpassen und nur noch 80% Lautstärke haben. Zudem habe ich die Möglichkeit, mir hier die Wiedergabelisten anzugucken, die schon hinterlegt sind. Und kann mir dann anschauen, welche Songs sind da eigentlich hinterlegt hinter der Wiedergabeliste. Und könnte die jetzt auch manuell abspielen. Das vielleicht so als kleiner, grober Überblick. Wie gesagt, fast alle Bauteile, die hier drin sind, kann man irgendwie kaufen, ohne groß löten zu müssen. Einzig bei dem Lautstärkesteller, da muss man dann vielleicht eine Alternative sich überlegen, wenn man keinen Lötkolben haben will. Der Rest ist fertig von der Stange. So ein Kartenlesegerät, der Pi, das Akkupaket. Es ist ein guter Kinderplayer, der uns vor allem gefallen hat, weil er die Restriktionen, die es bei den kommerziell am Markt erhältlichen Alternativen gibt, also die Tonys zum Beispiel, da hatten wir mal drüber geschrieben, die so ein bisschen wegfeilt. Hier haben wir jetzt nicht den Zwang, uns schon fertige Hörspiele oder fertige Karten kaufen zu müssen, sondern können einfach so ein 100er-Pack Blankokarten uns besorgen, so viele MP3s, wie wir Lust haben, auf den Pi raufmachen und haben dann ja, einen MP3-Player, den man auch bedienen kann, wenn man erst 1, 1,5 oder 2 Jahre alt ist, indem man hier so eine Karte raufhält. Vielleicht ist das ja ein bisschen Inspiration und in jedem Fall vielen Dank fürs Zuschauen.